So. Das ist so doof, jetzt muss ich wieder zum Pfeil zurückwechseln. Und dann muss ich wieder zur Bombe zurückwechseln. Ach, hier war ja nur der Schlüssel. Ah, scheiße. Och Mensch, warum sagt mir das denn keiner, dass ich hier völlig falsch laufe gerade? Ich dachte, ich gehe einfach mal den Weg, den ich auch gerade eben gegangen bin. Das wird schon irgendwie passen. Scheiße. Zeitverschwendung. Diese Doppelattacken nerven irgendwie. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Attacke von einem... Ja, genau. Es gibt irgendwie eine Attacke von einem Monster. Das kann... Irgendwie fünfmal oder so. Es ist zwar auch nicht so viel Schaden, aber wenn ich mich jetzt... Ich glaube fünfmal. Yay, dann müssen wir erstmal die Troller da heilen. Oh, das war ja voll einfach. Shit. Alter, diese Krabben, ich kann nicht mehr. Die gehen ja mehr so auf den Sack. Ätzend. Kennt ihr das auch, wenn ihr gerade irgendwie was aufnehmen wollt und dann kommt irgendwer ins Zimmer reingeschissen? Meine Fresse. Es ist wie ein Anruf beim Bumsen, ey, ehrlich, zum Kotzen. Naja, aber Magix kann sowas ja ausbügeln, falls es stören sollte. Werde ich es rausschneiden, beziehungsweise stumm stellen. Da ich ja mit Dixtory aufnehme und also ich mit diesen hervorragenden Programmen sehr gut zurechtkomme, obwohl ich wohl nur irgendwie so 10% der Funktionen benutze, die man eigentlich nutzen könnte. Also ich werde das auf jeden Fall alles mit dem Programm rausschneiden können, Dixtory, weil... man ja hier mit zwei verschiedenen Tonspuren arbeitet. Einmal die Ingame-Musik und einmal mein Gelaber. Und... bei Magix kann ich das eben alles so schön stumm schalten, wie ich das haben will. Genau die Sekunde oder den Frame oder was weiß ich. Das ist ganz nice. So, was war 9 Uhr, ne? Es tut mir leid, ich muss einmal kurz schneiden und unterbrechen. Eine ganz kleine Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. Ja, genau. Ja. Magix ist ein tolles Programm, mit dem ich auch das hier schön cutten kann. Yay! Ja, bitte versteht mich. Ich bin leider keine 13 Jahre alt und ich habe Familie und ich möchte aber trotzdem nicht auf meinen Spaß hier verzichten. Daher ist das gerade ein bisschen schwierig. Aber allzu lang wollte ich ja eh nicht mehr machen. Ich würde sagen, wir erklimmen jetzt noch einmal diesen beschissenen Turm hier, holen uns die Items, gehen in die nächste Stadt, kaufen nochmal ein, verfüttern vielleicht so ein bisschen Krams an unser Monster. Und ja, rüsten uns halt aus und ja.
So, genau. Aber eigentlich sollte dieser Scheißturm noch einstürzen, oder habe ich etwas verpasst? Feuerdolch. Da gibt es solche Abstufungen, glaube ich. Ein Dolch ist schwächer als ein Schwert und Schwert ist schwächer als ein Säbel, oder wie war das? So, und weil wir cool sind, müssen wir jetzt nicht wieder runterlaufen. Bam! Ja, komm, wir sind mal nett und nehmen den Pups hier noch mit. Man sollte echt meinen, die haben alle keine Gesichter. Man sieht immer nur die Hinterköpfe. Yes. So. Oh ja, nettes kleines Dörfchen. Das geht dich gar nichts an. Außerdem heißt der Südostturm. Bäh. Nein, habe ich nicht. Leider noch nicht. Ganz sicher. Erstmal sabbeln wir hier wieder mit allem und jedem. Nee, ganz sicher nicht. Um 4. Boah, Magieabwehr um 20. Arschlecken. Was verkauft ihr denn hier für einen Ramsch? Das ist ein toller Ring. Oder ich lasse es einfach bleiben. Oh yeah. Ah, das ist eigentlich dumm, das jetzt in sie zu investieren. Sie verpisst sich doch bestimmt sowieso bald. Erlösung. Dann können wir uns aber den ganzen anderen Kram verkaufen. Dann brauche ich das nicht in meinem Inventar runter. Können wir auch verfüttern bestimmt. Ja, auf den Rest verzichten wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich glaube, die geht sowieso bald. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Yay, da wollen wir aber gar nicht hin. Eine Erlaubnis. Ja, ich habe ein Schwert. Ist das nicht Erlaubnis genug? Oh Gott. Der könnte sich doch locker eine ganze Armee kaufen und das, diese scheiß Höhle stürmen. So stopft man also einer Frau das Maul. Beeindruckend.
Ja, das war auch ein bisschen peinlich. Also, wenn ihr nicht mal merkt, dass man gerade in einer Besprechung ist, sage ich jetzt mal. Naja. Nö, will ich nicht. Da war ich schon. So schön ist das Zeug nicht. Das skillt mich down. Na gut, wir gehen mal eben schauen, was die hier so an Leckereien zu verkaufen haben. Das ist nett, nicht? Was willst du? Okay. Ach so, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe doch diese schwule Rüstung da noch gekriegt. Müssen wir ja auch noch mal anlegen. Ach, die kann er gar nicht. Ja, okay. Na toll, Gay kann die tragen. Wie gemein. Das ist gut. Das ist, jetzt finde ich es gut, dass er es tragen kann. Weil nämlich 25% der maximalen KP des Anwenders mal locker etwas über 50 KP sind. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man immer mal so nur so ein bisschen braucht. Habe ich nicht irgendeinen Ring gekriegt? Nee, dann will ich mal schauen, ob er den Feuerdolch eventuell besser gebrauchen kann. Das ist eine Feuerwelle. Dreimal stärker als die normale Attacke. Aber er kriegt deutlich mehr wieder. Geben wir ihm. Er ist eh nicht so overskilled. Achso, Rüstung haben wir ja schon. Nee, dann für sie. Eine Perlenkette. Oh ja, Geistesblitz, das kann die gut gebrauchen. Wer braucht denn keinen Geistesblitz? Haben wir schon eine Rute, ja. Und was für eine? Joa. Ich glaube, das machen wir. Da geht die Bewegung nur um 4 runter. Das denke ich mal, ist ganz gut. So, dann brauchen wir nochmal eine Kirche. Eine Kirche. Mit So. Und dann speichern wir. Wir machen unser Monster doch jetzt nicht mehr. Das reicht jetzt für heute. Beziehungsweise für jetzt auf jeden Fall. Vielleicht mache ich heute Abend nochmal weiter, weil ich bin da so fickerig gerade drauf, weiter zu zocken. So, und ja, mit diesem Bild sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes, also ihr seht mich nächstes Mal wieder. Und ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss!